Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich freue mich, heute mit Ihnen zusammen Ihren Pfarrer Dr. Benjamin Härte einführen zu dürfen. Lieber Herr Härte, wir freuen uns sehr, dass Sie Ihren Dienst in der Gemeinde jetzt auch als gewählter Pfarrer weiter tun. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke, dass Sie an den Bildschirmen diesen Gottesdienst verfolgen. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Formate. Aber wir spüren das, dass Sie mit dem Herzen auch ganz nahe sind bei Ihrem neuen Pfarrer und bei uns allen, die wir den neuen Pfarrer jetzt auch begleiten bei seiner Einführung. Lieber Herr Dr. Härte, zu Ihrer Einführung gehört, dass Sie nachher die Urkunde überreicht bekommen und wir hören nun, was überhaupt auf dieser Urkunde steht. Urkunde über die Übertragung einer Pfarrstelle. Aufgrund der Wahl des Beschlusses der Wahl vom 18. Mai 2020 übertragen wir Ihnen, Herrn Pfarrer Dr. Benjamin Härte, geboren am 28. April 1975 in Neuss, mit Wirkung vom 15. Juni 2020 die zweite Pfarrstelle der evangelischen Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf. Wir erinnern Sie an das bei Ihrer Ordination abgegebene Versprechen und vertrauen darauf, dass Sie sich in Ihrem Leben und Dienst danach verhalten werden. Dabei sollten Sie gewiss sein, dass die in der Heiligen Schrift gegründete Verkündigung des Zuspruchs und Anspruchs Jesu Christi die Gemeinde baut und erhält, die ihren Dienst in Mitarbeit und Fürbitte tragen wird. Dafür erbitten wir für Sie um den Segen unseres Herrn. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Ihr Amt nach der Kirchenordnung sowie den außerdem geltenden Rechtsvorschriften der evangelischen Kirche im Rheinland gewissenhaft führen und die in der Dienstanweisung angegebenen Aufgaben erfüllen. Frechen, 18. Mai 20, das Presbyterium der Gemeinde Brauweiler-Königsdorf. Das ist es. Ja, wir hören oder sprechen Ihnen gemeinsam den 72. Psalm. Eine Alternativfrage kann ich nicht mit Ja beantworten. Wir sprechen Ihnen. Gott wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen, und ihr Blut ist wert geachtet vor ihm. Lasst uns beten. In deinem Wort, du liebender Gott, wendest du dich uns Menschen zu. Wir danken dir, dass du Frauen und Männer rufst, die uns helfen, dich selbst in deinem Wort zu erkennen. Segne ihren Dienst und leite sie durch deinen Geist, damit dein Wort immer mehr vernehmbar werde in der Welt, uns zur Freude und dir zu Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. Wir hören nun die Lesungen. Zur Einführung.
Im Matthäusevangelium lesen wir das Wort Jesu Christi an seine Jünger. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Herrn und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und im Lukas-Evangelium lesen wir, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Im ersten Petrusbrief steht geschrieben, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Hört auch auf Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu binden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Lieber Herr Härte, liebe Schwestern und Brüder Jesu Christi, liebe Gemeinde in Brauweiler Königsdorf, Sie können sich glücklich schätzen mit Ihren beiden neuen Pfarrern. Und der zweite, den wir heute einführen, Benjamin Härte, ist nämlich auch ein Mensch mit vielerlei Begabungen. Ja, lieber Herr Härte, Sie haben ja noch ein erstes Leben. Bevor Sie Theologie studiert haben, haben Sie sich der Politikwissenschaft und der Geschichte gewidmet, das Studium abgeschlossen, promoviert und waren tätig als PR-Berater und freier Journalist. Und dann haben Sie entschieden, nee, das war es noch nicht, und sind zur Theologie gekommen und heute führen wir Sie ein als Pfarrer dieser Gemeinde. Was vielleicht auf den ersten Blick als Bruch im Leben erscheint, ist es ganz und gar nicht. Denn für mich durchzieht Ihr Leben wie ein roter Faden, dass Sie Menschen Orientierung geben möchten. Das haben Sie auch in der Vergangenheit getan, als Journalist Orientierung geben, den Dingen auf den Grund gehen, sie reflektieren oder dann als in der Öffentlichkeitsarbeit auch Menschen von Dingen zu überzeugen und Dinge zu klären. Und in der Theologie erst recht. Orientierung geben, das ist Ihnen ganz wichtig. Und das kommt auch durch einen Ihrer Lieblingstexte aus der Bibel, so wunderbar zum Ausdruck, aus dem Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dieses Psalmwort
ist eines ihrer Herzensworte und begleitet sie in ihrem Leben. Und auch da geht es ja um Orientierung bekommen und Orientierung geben. Und lieber Herr Härte, dazu gehört, dass Sie in ganz besonderer Weise wissen, was es bedeutet, Orientierung zu bekommen und Orientierung zu geben. Das ist für Sie ja eine tägliche Herausforderung. Und gerade deswegen können Sie das auch so gut, Orientierung geben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Was bedeutet das für Ihren Dienst? Ja, Sie werden hier in der Gemeinde segensreich wirken und den Menschen hier in der Gemeinde Orientierung geben, indem Sie ihnen das Evangelium verkünden und ihnen immer neu zusagen, dass Gott sie liebt und dass die Gnade Gottes mehr gilt als unsere Ängste und unsere Begrenzungen. Sie werden das tun in der Begleitung von Gruppen hier in der Gemeinde und vor allem als Seelsorger. Und auch da, liebe Gemeinde, können Sie sich glücklich schätzen, dass Sie einen auch sehr hochprofessionell zusätzlich ausgebildeten Seelsorger bekommen werden. Aber das Entscheidende sind nicht die vielen Zertifikate, die Sie vorzeigen können, sondern das Entscheidende, weil ich weiß, in meinem Erleben auch mit Ihnen, dass Sie ein sehr sensibles Gehör haben, dass Sie als erstes eben auf Menschen hören und dass es Ihnen gelingt, hinter dem Gesagten das Gemeinte zu hören. Auch die Sensibilität ihrer Ohren hat ja auch mit dem eigenen immer wieder Orientierung suchen und finden zu tun. Und das ist eine ganz wunderbare Gabe, die Sie haben. Außerdem, liebe Gemeinde, werden Sie einen weiteren Pfarrer bekommen, der sowas von im Leben steht und die Begrenzungen des Lebens auch kennt. Und so wunderbar zuversichtlich darauf reagiert mit einem ganz feinen Humor. Auch darauf können Sie sich freuen, wenn Sie es nicht schon erlebt haben. Lieber Herr Dr. Härte, ja, Sie werden Orientierung geben und das ist Ihr Dienst. Das Wunderbare, das uns zugesagt ist, Ihnen und uns allen, die wir in dem Dienst stehen, wir sind nicht allein gelassen, sondern Gott befähigt uns dazu, gibt uns seinen Geist und immer wieder die Stärke, sein Wort und seinen Willen zu verkünden. Das ist uns erst einmal von Gott zugesagt. Und wenn die Kirche sie heute einführt und sie die Urkunde bekommen, dann sagt ihnen die Kirche das auch zu. Die volle Unterstützung dafür, dass sie das Wort Gottes an die Menschen richten. Ich bitte aber auch Sie, liebe Gemeinde, dass Sie Ihren neuen Pfarrer tatkräftig unterstützen. Dass Sie auf das hören, was er Ihnen sagt. Dass Sie mit ihm sprechen, den Dialog auch führen. Und dass Sie vor allem zu ihm stehen. Denn selbst für Pfarrer gilt und Pfarrerinnen, da gibt es auch Grenzen. Wir sind keine Wundermenschen. Und deswegen auch immer wieder angewiesen, gegenseitig. Wir sind Teil der Gemeinde. Und das ist meine Bitte, dass wir uns gegenseitig stärken. Sie alle sind nämlich ja auch berufen, das Wort Gottes weiter zu verkünden, durch Wort und Tat. Und, liebe Gemeinde, ich bitte Sie auch, eines zu beherzigen. Ja, Sie haben einen ganzen Menschen hier vor uns sitzen, aber mit halber Stelle. Und das bedeutet,
Und das ist mir auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, es gibt Zeiten, wo Pfarrer Härte in der Woche nicht im Dienst hier für die Gemeinde ist. Und ich weiß, dass das schwer ist, manchmal für beide Seiten. Aber es ist ganz wichtig, das zu betonen. Denn eine halbe Stelle ist eine halbe Stelle. Das heißt nicht, dass er nicht mit ganzem Herzen hier bei der Gemeinde ist, aber auch, dass er das Recht hat, nicht nur die Hälfte an Gehalt zu bekommen, sondern diese Zeit dann auch für anderes nutzen kann. Und das wird zunehmend wichtiger für uns als Gemeinden, zu erkennen, dass wir als Kirche in einem totalen Umbruch sind, überall. Und dass wir nicht mehr über die vielen Pfarrerinnen und Pfarrer verfügen und die nicht mehr da sind, wie wir das jetzt lange Zeit gewohnt sind. Ich erlebe das gerade in diesen Wochen dadurch, dass wir eine Pfarrstelle ausgeschrieben haben, 100% im Kirchenkreis, in Köln, also nicht in Hunsrück oder so. Und es gab Zeit, noch vor wenigen Jahren, da war innerhalb einer Woche, hatten wir 70 Bewerbungen. Wir warten jetzt schon seit 2 Wochen auf die erste Bewerbung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken als Gemeinde, dass Sie auch Ihre Pfarrer stärken, die mit vollem Herzen hier für die Gemeinde da sind, aber auch Rücksicht nehmen. Ich weiß, dass Sie das tun werden. Mein Wort, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Lieber Herr Härte, lieber Bruder Härte, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie dieses biblische Wort weiter begleitet und Sie stärkt. Und ich weiß, Sie werden segensreich wirken hier in der Gemeinde. Nicht, weil ich das sage, sondern weil das Gott so will. Amen. Lasst uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der jungen Frau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Lukas, kommst du zu uns? So machen wir das. Okay. Wir führen Pfarrer Benjamin Härte ein, indem wir Gottes Wort hören und für ihn beten. Für den Dienst in der Gemeinde sind wir auf die Hilfe des Heiligen Geistes angewiesen. Lieber Bruder Benjamin Härte, bist du bereit, den Dienst eines Pfarrers hier in der evangelischen Christusgemeinde Brauweiler Königsdorf zu übernehmen? Mit ihrem Presbyterium und allen, die in der Gemeinde Dienst tun, zusammenzuarbeiten und dein Amt so zu führen, wie du es bei der Ordination versprochen hast, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Kirche, so bezeuge es vor Gott und dieser Gemeinde mit deinem Ja. Ja. Ebenso frage ich auch die anwesenden Presbyterinnen und Presbyter, die mitarbeiten und die ganze versammelte Gemeinde: Seid ihr bereit, Benjamin Härte als euren Pfarrer anzunehmen? Wollt ihr ihn in seinem Dienst unterstützen und ermutigen und versprecht ihr mit ihm zusammen, dem Aufbau der Gemeinde zu dienen? So antwortet bitte Ja mit Gottes Hilfe. Ja mit Gottes Hilfe. Das war auch durch die Masken sowas von klar zu verstehen. Lieber Bruder Benjamin Härte, im Gehorsam gegen den Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, und im Vertrauen auf seine Verheißung führen wir dich ein in das Amt eines Pfarrers in dieser Gemeinde. Du bist an sie und sie ist an dich gewiesen. Diene ihr in der Furcht Gottes mit Liebe und Treue. Lasst uns beten. Dein Wort, Gott, ist lebendig und kräftig. Es verändert und reinigt, ermutigt und vergewissert. Wir bitten um deinen Geist, dass Benjamin Härte dein Wort freimütig und treu ausrichtet. Erhalte ihm die Freude am Dienst, bewahre vor Überforderung, schenke Zeiten der Erholung. Gib Schwung und Tatkraft, Ruhe und Beharrlichkeit. Mache ihn zu einem Werkzeug deiner Liebe, dass dein Name verherrlicht werde und deine Gemeinde im Glauben wachse. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Benjamin Härte, der Herr segne dich und deinen Dienst. Der Herr stärke dich mit seinem Geist und gebe dir Kraft und Zuversicht. Es segne dich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Christus spricht: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Geh hin im Frieden. Lieber Benjamin, ein Wort aus dem 121. Psalm ist mir für dich eingefallen. Es ist ein Wunsch, es ist aber auch ein Zuspruch. Da heißt es: Der Herr behüte dich vor allem Bösen. Er behüte deine Seele. Und das kann man auch so übersetzen, und so tue ich's. Der Herr wird dich behüten, damit dir nichts Böses geschehe. Er wird deine Seele behüten. Und den Segen will ich dir in der Sprache zusprechen, in der dieser Psalm aufgeschrieben wurde. Adonai Ishmerecha Mekol Ra'a. Ishmerecha et Nafrecha. Es segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn
und Heiliger Geist. Amen. Lieber Ben, als ich über ein Wort nachgedacht habe, ist mir etwas aus der Bergpredigt eingefallen. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Leuchter, sodass alle im Haus Licht haben. Und genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das wünsche ich dir und ich wünsche dir den Segen Gottes auf deinem Weg. Lieber Benjamin, der Psalm 145 spricht dir zu: Der Herr ist nah, allen, die ihn anrufen, allen, die ihn die Herzen annehmen. Gott segne dich und deinen Dienst. Lieber Ben, wir tun unseren Dienst nicht aus eigener Mächtigkeit und Vollmacht, sondern Kraft des Geistes, der in uns wirkt. Darin erinnert Paulus die Korinther mit den Worten: Gott hat einen hellen Schein in eure Herzen, in unsere Herzen gelegt, zur Erleuchtung der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Aber hat uns diese überschwängliche Kraft in irdenen Gefäßen gegeben, damit wir erkennen und wahrnehmen, dass es nicht unsere, sondern Gottes Kraft ist, die uns da gegeben ist. Gott, der Herr, er segne dich. Er halte seine Hände über dich. Er leite und begleite dich auf deinem Wege. In Christus, unserem Herrn, und in der Kraft des Heiligen. Wir stehen im gemeinsamen Dienst der Verkündigung des Wortes Gottes. Wir haben eine Aufgabe für die Gemeinde, aber wir tun es im Auftrag eines Größeren. Und so habe ich das Wort aus dem Johannesevangelium ausgewählt: Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wer auf meine Stimme hört, wird das Leben haben. Und so segne dich der gütige und liebende Gott. Liebe Gemeinde, lasst euch den Dienst eures Pfarrers gefallen. Steht ihm bei und betet für ihn. Prüft seine Worte an der Heiligen Schrift. Bedenkt, dass ihr alle durch die Taufe dazu berufen seid, das Evangelium vor der Welt zu verkünden. Gott schenke euch dazu seinen Geist. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir hören den Predigttext für den heutigen Sonntag. Da aber einer das hörte, der mit ihm zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Amen. Der Herr segne unser Reden und Hören durch seinen Heiligen Geist. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, was für ein wunderbares Bild, das Jesus hier zeichnet vom großen Abendmahl. Ein Bild, das für mich und sicherlich auch für viele andere eine Art Idealbild sein kann für Gemeinde, für Kirche insgesamt. Ein Bild, an dem, so stelle ich es mir vor, alle an einem großen Tisch sitzen und, ja, eingeladen vom Herrn, mit dem Herrn feiern, den Herrn feiern. Und zwar die, die es nötig haben, die Bedürftigen. Die, die, wie wir gehört haben, arm oder lahm oder blind sind. Und ich ergänze, auch die, die ohne Ziel sind, ohne Fundament und eben auch ohne Orientierung. Was für ein schönes Bild von Gemeinde könnte das sein? Aber mir fallen dazu Fragen ein. Fragen, die ich mir selber stelle, als jemand, der in Kirche Verantwortung trägt, aber Fragen, die ich auch Ihnen und euch stelle, allen denen, die Kirche mitgestalten, die Kirche sind. Die eine Frage: Wir sagen, dass wir offen sind für die, von denen ich gerade sprach, von denen, die bedürftig sind an Leib, an Geist, an Seele, dass wir offen sind, sie einladen, zu uns holen wollen. Ja, aber so ganz tief im Herzen, ich meine, da macht man eine Party und die coolen Leute kommen alle nicht und man muss sich da irgendwelche anderen holen. Wollen wir tief im Herzen nicht vielleicht doch lieber die Reichen, die Satten, die Zufriedenen, die Glücklichen scheinbar bei uns haben, die mehr so sind, wie wir gerne wären vielleicht, mit denen wir auch ein bisschen angeben können und unsere Wichtigkeit oder wie es heute heißt, unsere Systemrelevanz zeigen können als Kirche. Die sind pflegeleichter, die bringen Geld mit und mit denen kann man doch auch schön Kirche und Gemeinde machen. Wäre es uns nicht manchmal lieber, nur die kämen? Sind wir offen, oder ich frage anders und positiver, wie offen sind wir für diese Andersartigen, von denen Jesus hier spricht? Und das führt mich zur zweiten Frage: Wenn sie denn kommen, von den Zäunen und den Landstraßen, diese Bedürftigen, diese hilflosen oder hilflos gemachten Menschen,
zu uns, zur Kirche. Wie gehen wir dann mit ihnen um? Was sehen wir in ihnen? Sind das Subjekte unserer Fürsorge? Arme Kerle, um die wir uns kümmern müssen? Ist ja unser Auftrag, ist ja auch systemrelevant. Und dann haben wir dafür riesige diakonische Einrichtungen, professionelle Menschen, die sich darum kümmern können. In Deutschland seltsam getrennt von der Kirche. Anderswo ist das anders. Und überlassen diese Menschen eben den Experten und tun damit unsere Pflicht. Dann identifizieren wir uns mit dem Herrn des Mahles, zumindest so, wie er wirkt. Reich, er hat was zu feiern, er ist großzügig, er hat was, was er den Menschen geben kann und will. Aber er selber, also wir, arm und lahm und blind, sind doch immer die anderen. Kann man sich jedenfalls einreden. Oder schaffen wir es, uns zu identifizieren mit diesen Menschen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, die sind Kinder Gottes, wir sind Kinder Gottes, in all der Vollkommenheit, die wir bekommen haben, aber eben auch in all dem, was uns an der Vollkommenheit fehlt. Die sind wie wir sind wie die. Und dann kann diese Gemeinschaft entstehen. Eine Gemeinschaft am Tisch des Herrn, an der alle gleichwürdig, gleichwertig, aber nicht gleichgültig Platz finden, Schutz finden, Nahrung finden, geborgen sind. Diese zweite Möglichkeit, die hat für mich sehr eindrücklich und sehr bewegend der katholische Priester und Mystiker Henry Nouwen ausgedrückt. Er hat anhand der Einsetzungsworte des passenderweise Abendmahls gezeigt, wie der Dienst in der Kirche sein kann, sein soll im Hinblick auf diese Menschen. Und gemeint sind damit alle, die in Kirche Verantwortung tragen, an ihrem Platz, mit ihrer Aufgabe, mit ihrer besonderen Berufung. Und da geht es auch los. Er geht die Worte auf Englisch entlang, ich übersetze sie dann. Das erste, taken, genommen. Wir sind berufen. Jeder von uns ist berufen zu einer bestimmten Aufgabe, zu einem bestimmten Amt, in der Kirche mitzuwirken. Das kann das sein, was er oder sie jetzt macht, dann ist gut. Es kann auch was ganz anderes sein, was man noch entdeckt. Manche brauchen ja länger, bis sie ihre Berufung finden, habe ich gehört. Berufen von Gott zum Dienst. Und dann blessed, gesegnet. Zuallererst und unüberbietbar natürlich in der Taufe. Von Gott gesegnet, ausgestattet mit den Gaben, die wir für diese Berufung brauchen. Und dieser Segen, diese Erinnerung daran, dass Gott uns ausgestattet hat und begleitet und erhält, ja, das passiert dann immer wieder im Leben, bei Konfirmation, Kommunion, Firmung, bei der Trauung, bei Ordination und eben auch bei Gelegenheiten wie diesen, wo wir daran erinnert werden, wir sind geleitet und sind nicht allein auf dem Weg und mit der Aufgabe, die Gott uns gestellt hat. Berufen und gesegnet. Wenn wir jetzt hier stehen bleiben würden, dann wären wir ziemlich nah an dieser Herrenkirche. So was Besseres. Wir sind von Gott berufen und gesegnet und jetzt bringen wir die Welt irgendwie in Ordnung. Aber es geht weiter. Es muss weitergehen. Broken. Gebrochen. Alle Menschen sind gebrochen. Körperlich oder geistig oder seelisch oder in irgendwelchen Mischungen davon verletzlich, verletzbar, verletzt. Alle Menschen. Und nur als Berufene, als Gesegnete und als Gebrochene können wir, viertes Wort, given, gegeben werden. Können wir uns geben an die Menschen, die an uns verwiesen sind mit ihren Gebrochenheiten. Das geht nicht anders. Nur so können wir ihnen so begegnen, dass wir uns nicht über sie hinwegsetzen, sondern ihnen auf Augenhöhe begegnen, als gebrochene Menschen, dem gebrochenen Menschen. Und nur so, als gebrochene Menschen, können wir auch den Auftrag erfüllen, den wir bekommen haben. Nämlich, ja, heilsam zu wirken. Uns selbst heilsam zu sein und Gottes Heil an uns spürbar werden zu lassen, was schon schwierig genug ist. Und dann den anderen Menschen auch, ja, Heil zu bringen. Sie, soweit wir können und soweit es uns gegeben ist, zu heilen.
Nur so können wir den Auftrag dessen erfüllen, der am Kreuz gebrochen wurde und so zum Heiler der ganzen Welt wurde. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns nun Fürbitte halten. Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du Benjamin Härte in unsere Gemeinde geführt hast. Erfülle ihn mit deinem Geist und bestärke seinen Glauben. Halte seine Hoffnung wach, deinen Verheißungen zu trauen. Erwecke in uns allen immer wieder aufs Neue die Freude, füreinander und für andere da sein zu dürfen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Okay. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du alle Zeit Menschen berufst, dich in dieser Welt zu bezeugen, durch ihr Reden und Tun. Zeige uns, wie dadurch auch unser eigenes Leben sinnvoll wird und an Weite und Freiheit, Frieden und Hoffnung bereichert wird. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, unser Schöpfer, wir danken dir für die Schönheit des Lebens. Öffne uns die Augen, dass wir einander in unseren unterschiedlichen Möglichkeiten wahrnehmen und uns im Team der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden in unserem gemeinsamen Dienst ergänzen und unterstützen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, der Liebe, wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus einlädst, dem Kommen deines Reiches zu dienen. So bitten wir dich, lass uns Frieden und Verständigung suchen mit unseren Nächsten, mit Nachbarn und Kollegen und in unseren Familien. Lass uns Zeit, Kraft und Geld nicht scheuen, wo wir Freude machen können. Lass uns zu den Trauernden und Sterbenden deinen Trost tragen. Mach uns zu Helfern der Verlassenen und Einsamen. Hilf uns, dem Bösen und der Ungerechtigkeit in der Welt zu widerstehen und für das Gute einzustehen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Lass uns miteinander Gemeinde Jesu Christi sein, dir zum Lob und den Menschen zur Freude. Bist du unser Stückwerk in der Zukunft vor dir hinter uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und nun geht in diesen Sonntag und in die neue Woche, getragen, behütet und ausgerichtet durch den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.